Sie hören und ewig grüßt das Moppel Ich von Susanne Fröhlich Der Glücksfresser Sie sind das verdammte Thema Idealgewicht einfach leid. Sie wollen nichts mehr darüber hören, wie man eben mal im Schlaf ohne Mühe abnehmen kann, würden aber dennoch natürlich sehr gerne Ihren Speck über Nacht irgendwie loswerden. Sie finden das ganze Thema Diät und Co überbewertet und langweilig, Grämen sich aber insgeheim trotz allem und befinden sich schon deshalb in einem Dauerdilemma? Dann geht es Ihnen ähnlich wie mir. Ich bin komplett genervt, bekomme eine Art unsichtbaren Ganzkörperhautausschlag, wenn ich das Wort Diät nur höre, und würde wirklich gerne auch mal über etwas anderes sprechen. Warum aber schaffe ich das genauso wenig wie viele andere da draußen in der kaloriendominierten Welt? Was ist an diesem Thema eigentlich so weltbewegend? Wieso hat Übergewicht ein eben solches in den Medien? Wieso vergeht kein einziger Tag mehr, an dem nicht irgendetwas über Zu- oder Abnehmen eines Promis in den Zeitungen steht? Passiert sonst nichts? Woran liegt das alles? Ist es heutzutage wirklich entscheidend, was man wiegt? Ist Dünnsein mittlerweile das neue Jungsein? Das neue Reichsein? Definitiv ja. Dünnsein ist die Währung, die aktuell zählt. Unlängst sagte Kate Moss, nichts schmeckt so gut wie das Gefühl, dünn zu sein. Und man kann nie zu reich oder zu dünn sein, hatte schon die Herzogin von Windsor gesagt, und nie war zumindest der letzte Satz wahrer als heute. Das Streben nach der Idealfigur eint selbst extrem unterschiedliche Frauen und mittlerweile auch Männer. Ein Zeitalter wie unseres, in dem über 50-Jährige der Magersucht verfallen und laut Untersuchung mehr als 70 Prozent der Frauen bereit wären, auf fünf zusätzliche Lebensjahre zu verzichten, um in der Restzeit in Größe 36 zu passen, in einem solchen Zeitalter kann man kaum mehr ungestraft einen Body-Mass-Index jenseits der 25 haben. Sind wir alle bekloppt? Wer sagt eigentlich, dass wir da mitspielen müssen? Kann man einfach aussteigen wie beim Kartenspiel ich passe sagen ohne sozial geächtet zu werden? Kann man es tatsächlich schaffen entspannt zu essen und eine Waage zu betreten ohne Schweißausbrüche zu haben? Endlich mal wieder ein Weißbrot nur als das sehen was es ist. Ein Brot. Okay, ein Brot ohne Körner und mit viel weißem Mehl. Bösem weißen Mehl. Eine Kohlenhydratbombe, aber letztlich halt doch nur ein Brot. Eines, von dem unsere dünnen französischen Nachbarn nicht genug bekommen können. Warum nur tun wir uns das alles an? Viele von uns sogar immer wieder. Vom Hin und Her und der daraus resultierenden Erkenntnis handelt dieses Buch. Nun werden Sie sich vielleicht fragen, warum noch ein Buch zu diesem Thema? Ist mit Moppel ich nicht alles gesagt gewesen? Ich dachte eigentlich ja. Zu meinem großen Erstaunen musste ich feststellen, dass Moppel ich als etwas gesehen wurde, was es auf keinen Fall sein sollte ein Diätbuch. Ich habe mich mit dem unendlichen Kampf gegen die überflüssigen Pfunde beschäftigt und wahrgenommen wurde das Ganze als Anleitung zum Abnehmen. Klar, ich habe damals abgenommen, aber es ging um mehr, um das Ganze drumherum, um eine komplette Industrie, um den Druck, um den Verzicht, die verdammte Plackerei und den elendigen Kampf die skurrilen Begleiterscheinungen. Und natürlich um die ganz große Frage nach dem Warum. Und dem Wofür das alles? Was hat man eigentlich vom Schlanksein? Verspricht Schlanksein eventuell mehr, als es halten kann? Die Reaktionen, als ich wieder zugenommen hatte, waren vehement. Hämisch, gehässig und so drastisch, dass ich erschrocken bin. Schließlich bin ich weder die Einzige, der das passiert ist, noch die Erste. Was führt also zu solchen Reaktionen? Zu übelsten Beschimpfungen und Körperkontrollen mitten auf der Fußgängerzone, als eine Frau mir ungefragt die Jacke aufmachte, um zu gucken, wie es gewichtsmäßig um mich steht. Wieso schreibt jemand E-Mails mit der Anrede Fette Sau? Wie kann man sich über Gewichtsschwankungen einer fremden Person derart ereifern? Ist das Scheitern etwas, das auch Ihnen die Hoffnung raubt? Ist es eine Stellvertreter-Sache? Oder nur pure Schadenfreude, die man in diesem Fall auch hemmungslos ausleben darf? Schließlich gilt für Moppel keinerlei political correctness. Über dicke Menschen darf man sich offen empören. Obwohl sie niemandem etwas tun. Wäre da nicht eine Form von Mitleid oder Verständnis die normalere Reaktion?